So, das ist Fred. Krawallfred, wie man hört. Der Hunger hat. Richtig doll Hunger, ha? Bist was zu essen, hey Fred? So, und jetzt mal kurz weglegen. Oder wie kann ich das machen? Warte mal. Versuchen wir das mal. So vielleicht. Fütter ihm hier gerade. Ja, ich fütter ihm hier gerade Dosen-Thunfisch. Und dann habe ich noch was anderes. Dann habe ich aufgeweichtes Soja. Er braucht viel Eiweiß, um zu wachsen. Komm. Weil der muss ja schnell wachsen. Und der ist auch schon extrem gewachsen. Der war nämlich winzig klein und noch kaum eine Feder war an ihm, als ich ihn gekriegt habe vor ein paar Tagen. Das ist noch nicht lang her, das sind 5 Tage, Gilfried. Und seither bist du brutal gewachsen. Komm, ist zu klein, ne? Kannst du nicht nehmen. Versuch's mal damit. Passt besser, hä? Ich roll das so ein bisschen, dass es so eine Raupenform kriegt. Jawohl, dann kriegt er das besser runter. Hä? Schmeckt ihm auch, man sieht's. Dann kann man ihn auch füttern. Was er auch nimmt, ist gekochtes Eiweiß, also nur das Weiße vom Ei, auch um zu wachsen. Oder Bananen für Magnesium und Spurenelemente und so. Und ich habe dann das Trinkwasser, was ich ihm, das zeige ich gleich. Das Trinkwasser, was ich für ihn mache, das habe ich hier reingefüllt. Kann man das sehen? Zeig mal, hier. So eine reingefüllt. Das ist das Wasser. Willst du einen Schluck haben? Ja, komm, zeig mal deine kleine Zunge. Komm, zeig mal. Komm, zeig mal. Komm, komm, nochmal. Komm, nimm noch ein Tröpfchen. Komm, du musst doch Durst haben. Komm jetzt, du hast doch Durst. Ich sehe doch das. Komm, Fried. Ja, genau das. Ja, das musst du trinken. Genau das. Versuch nochmal, komm. Oder? Da ist dann auch noch so ein bisschen Traubenzucker damit drin. Oft hat er das total gern, aber jetzt scheint das. Hast du wohl keinen Durst, oder wie ist das? Du hast doch salzigen Fisch gegessen. Jetzt brauchst du doch was zu trinken. Um es runterzuspülen. Du willst nicht, hä? Nochmal? Versuch's nochmal. Zeig uns mal deine Zunge, komm. Zeig uns mal deine kleine Zunge. Komm, Fred, komm. Also, ich weiß nicht, ob es ein Männchen ist oder ein Weibchen, aber so viel Krawall wie er macht, könnte es ein Männchen sein. Ja, komm, versuch noch einen Schluck, komm. Was ist denn da unten? Was ist da so toll? Komm, nimm noch einen Schluck. Komm, tu mir den Gefallen. Komm, du musst was trinken. Das ist nicht gut, wenn du nichts trinkst. Okay, später vielleicht. Aber essen willst du noch mehr, oder? Willst du noch mehr Essen haben? Hä? Ja? Kein Hunger mehr? Doch, hast du noch Hunger. Hau's runter. Ja. Oh, hast du gekackt, Kleiner. Ich leg da immer eine Zeitung drunter. Achtung, nicht runterfallen, Fred. Ich leg da immer eine Zeitung drunter. Da kann ich das nur wegwerfen, was da, oder? Gerade wenn ich ihn hochhebe, um ihn zu füttern. Und ich muss den alle halbe Stunde muss ich den füttern. Da lege ich dann noch Neues drüber über die Zeitung. Weil da lässt der Fred gerne was fallen, hä, wenn ich ihn hochhebe. Stimmt doch, oder? Gib's zu. Gib's zu, mein Kleiner. Und er hat auch gar keinen Schiss mehr, wenn ich ihn anfasse. Ganz zu Beginn ist er dann weggeflattert wie wild. Hat richtig Angst gehabt und mittlerweile darf ich ihn anfassen. Sitz. Hat er keine große Angst mehr. Ich habe mehr Angst, dass ich ihm. Ihr sitzt hinter. Ich habe viel mehr Angst, dass ich ihn irgendwie zu doll anpacken könnte. Sieht man ihn gar nicht mehr. Hallo Fried. Da, Fried. Das ist Fried. Oder Friedinchen, ich weiß es noch nicht. Das ist noch nicht raus. Seht ihr, das ist ein hübsches Kerlchen, oder? Na du.
Und genau, wenn ich piepse, dann will er zu mir. Und dann krabbelt er mir uns ans T-Shirt, wenn er schafft. Sieh, jetzt will er los. Jetzt sucht er den Weg. Wie kommt er denn zum Papa? Jups, ich komme mal ran. Ja, Pieks. Willst du zu mir kommen? Hä? Willst du zu mir? Komm, Hopchen. Jawohl. Jetzt tust du mir den Gefallen, du kackst mir vielleicht nicht gleich aufs Shirt. Ups. Da sitzt er. Jetzt warte mal. Sekunde, Leute. Jetzt machen wir das anders. Nein, nicht runterfallen. Jetzt ist er wieder raus. Du sollst dich da reinsetzen. Komm, jetzt zier dich nicht so. Lass mal los. Jawohl, hier musst du dich reinsetzen. Kannst du im Notfall auch. Ja, ich sehe dir, wie lieber den Hintern verstecken. Nein, nicht dahin. Ich weiß, dass du über den Nestrand kacken willst, wenn du das machen willst. Aber nicht auf mein Shirt, ich bitte dich. He? So, das ist der kleine Fried. Jetzt würde er sich da verkriechen wollen, wenn er denn könnte. Oder? Er will immer den Kopf, den will er ins Dunkle halten. Wenn das möglich ist. Jetzt krabbelt er dann da rein. Das ist schon ganz witziger zu sehen. Ich finde es auch ganz witzig, dass er sich in so kurzer Zeit an mich gewöhnt hat und irgendwie keine Angst mehr zeigt, wenn ich sehe, wenn ich da wieder anfasse. Anfangs hat er da rumgeflattert und gemacht wie verrückt, weil er Bammel hatte, dass ich ihm was tun könnte. Mittlerweile weiß er, dass wenn ich piep, piep, piep mache, dann piepst er erstens zurück, gehört's? Piep, piep, piep. Seht ihr? Wird sofort geantwortet. Ja, was denn? Willst du lieber auf die Hand, hä? Okay, er möchte lieber auf die Hand. Machen wir das jetzt weg. Mal eine Frontalaufnahme hier vom Fried. Komm. Da sitzt er. Und wenn ich jetzt die Hand klein mache, dann verkrümelt er sich in der Regel. Einmal. Meistens dreht er sich dann um mit dem Kopf in die Ecke, die dunkel ist. So ist auch okay, wie es scheint. Er versteckt sich ganz gern. Ist halt ein Junge, so, das ist klar. So läuft das nun mal bei den Spatzen. Der hier nennt die, glaube ich, Sperlinge in Deutschland. Bei uns heißt das die Spatzen. Und ich bin froh, dass ich ihn, ja, ich bin froh, dass ich ihn dazu gekriegt habe, was zu trinken. Damit hat es nämlich angefangen. Anfangs wollte er nichts essen und nichts trinken. Und als ich ihn mit dieser Spritze, die ich da gezeigt habe, konnte ich ihm was einflößen, Zuckerwasser. Das hat ihn dann so gestärkt, dass er dann rumgezetert hat wie irgendwas. Und von dann an hat er auch angefangen zu fressen. Nur, ja, willst du dich verstecken? Hey, willst du dich verstecken? Ich weiß schon. Und dann hat er angefangen zu fressen und anfangs habe ich ihm das mit dieser, kannst mal zeigen, das mit dieser Pinzette, die ganz links, habe ich ihn gefüttert und die ist aber so spitz vorne und er hat so gierig danach geschnappt, dass ich Angst hatte, ich verletze ihn oder er verletzt sich, wenn er das aufpickt, oder? Und dann habe ich angefangen mit dieser zweiten ihn zu füttern, das ging aber nicht so gut. Und dann habe ich festgestellt, am besten ist es, wenn ich es ihm von Hand gebe und mittlerweile klappt das auch ganz gut. Bisschen struppig bist du, sehe ich gerade. Ein bisschen struppig, muss ich wieder mal baden. Weil die haben gern, das müsst ihr wissen, wenn ihr die findet. Also der ist jetzt aus dem Nest gefallen. Und hat sich die Mama, ich habe 2 Stunden gewartet, die Mama kam nicht, um ihn zu holen, zu füttern. Man hätte ihn vielleicht sogar noch holen können, da war er noch so klein, oder? Oder dass sie ihn fliegt, aber das war da nichts, die kam nicht. Und dann habe ich wirklich lange gewartet und da habe ich ihn mitgenommen, weil ich dachte, der verhungert. Der Kleine verhungert, da kümmert sich niemand mehr drum. Ich weiß nicht, ob sie ihn nicht gefunden hat oder sich nicht hergetraut hat, aber ich war wirklich weit weg, 30, 40 Meter war ich weg von dem Fundplatz und habe lange gewartet. Und als ich gemerkt habe, die kommt wirklich nicht, dann habe ich ihn mitgenommen, sonst wäre der nämlich eingegangen, der kleine Fred, der Krawallfred. Gell, Krawallfred bist du. Ihr merkt sofort, wo es herkommt. Ist super süß. Ich werde ihn vermissen, wenn er dann losfliegt und sein eigenes Leben wieder lebt. Den werde ich vermissen, den Kleinen. Ich
habe ihn richtig lieb geworden in der kurzen Zeit. Und ist auch ganz anhänglich geworden. Also, wenn ich ihn jetzt aufs Shirt setze oder so, ja, da ist er eigentlich am liebsten, oder? Er ist am liebsten ganz nah bei mir. Und wenn ich ihn zurück in die Schachtel, ich habe ihn so aus Karton, habe ich ihm ein Heim gebaut. Und das hat er eigentlich gar nicht so gern, ist viel lieber bei mir. Ja, du setzt dich nicht so gern in die Schachtel, nur nachts zum Schlafen ist es okay. Aber wenn ich ihn lassen würde, würde er da auch dann bei mir unter das Shirt krabbeln. Oder ich lasse ihn halt nicht, das ist das Problem. Oh, habe ich große Hände. Oh, habe ich große Hände. Aber da sieht man mal, wie klein der ist, oder? Bling, bling. Sieht man mal, wie klein der noch ist. Oder der hat so die Größe von anderthalb Daumen oder so. Aha. Muss was fallen lassen. Ja, sieht so aus. Willst du was fallen lassen? Da liegt schon was auf der Zeitung. Du hast noch mal Hunger, hä? Wusste ich's. Oder? Dann krabbelt er doch hin. Er kackt ja nie ins Nest, oder? Das macht er nicht. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir dir noch was geben. Warte mal. Wie kann ich das machen, um das zu zeigen? Jetzt. Warte mal. Setze ich ihn da nochmal drauf. Ups. Geht das vielleicht? Ja, so vielleicht. So, wenn ich das jetzt hier rüber halte. Komm mal hier. Komm her. Komm hier, Fried. Komm. So, jetzt bist du. Das ist eine Nahaufnahme. Das ist mal eine Nahaufnahme. Pieps. Du willst noch mehr, ich weiß. Ja, ich weiß. Jetzt krabbelt er. Das macht er ständig. Jetzt krabbelt er mir unter den Daumen, oder? Dann hat er wirklich rundum Kontakt und dann ist es am wohlsten, oder? Was? Ja, ich weiß, du willst noch mehr. Ich weiß, du willst noch mehr. Ich will dich aber zeigen, wenn es geht. Hui! Hui, das tut mir leid. Hui, das tut mir leid. Da habe ich dich mit dem blöden Telefon gehauen, unabsichtlich. Vielleicht kann man es so machen. Ups. Setz dich mal da runter, komm. Upsa. Jetzt aber nicht in die Kacke treten, komm. Machen wir das mal weg, kurz. So, da muss Neues hin. So. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Kannst dich eigentlich selber bedienen irgendwann, hä? Mal gucken, wie lange es noch dauert, bis er selber was frisst. Komm, hol's dir. Ja, hol's dir. Genau. Du musst es aber noch runterschlucken. Komm, schluck's runter. Bist du groß, hä? Kriegst du nicht runter. Gib's mir doch mal. Komm, ich schopf's dir rein. Komm. Ja, genau so. Der war richtig aufmachen. Komm. Mal richtig auf. Komm. Nö, hä? Später. Es bringt nichts. Also wenn er nicht danach schnappt, dann will er es nicht haben. Oder? Dann will er es nicht. Komm mal zu mir. Komm mal auf den Finger. Da hast du doch Schisse. Das will ich ihm beibringen, dass er ihr auf den Finger steigt. Aber da hat er noch Schiss. Hier, komm hier. Komm, seht ihr? Er hat noch Schiss. Komm. Irgendwann habe ich ihn so weit, dass ich ihn von Finger zu Finger fliegen lassen kann. Ja, komm. Komm. Und vielleicht klappt es ja. Da drauf steigen, komm. Komm, Fried. Ja, komm. 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 Ja, genau. Er muss es nur noch machen. Komm, die Idee, die ich sehe es ja, die Idee ist da, du willst da drauf. Ich weiß das. Komm, steig da mal drauf. Muss ich vielleicht den Finger von hinten? Geht das besser? Steigst du mir dann auf den Finger? Geht das besser? Ja, so geht's auch. Okay. Hab ich dich, mein Kleiner, hä? Das ist ein witziger Kerl. Du bist ein witziger Kerl.
Ja, meine Lieben, das war's mit ein paar Infos zu, wie man den Spatzen aufzieht, wenn sie doch ganz, ganz klein sind. Aber ich denke mal, so in einer Woche, zwei ist der flugfähig. Schlussendlich höchstens in 3 Wochen kann der fliegen, damit er mir die ganze Bude zerlegen, oder? Wenn er hier rumfliegt, da alles anpicken, zum Beispiel das Brot dahinter oder so. Da guckt er nämlich laufend hin. Oder? Und ich bin ja gespannt, wenn er selber anfängt, hier was zu picken und so, wenn ich ihn nicht mehr füttern muss. Sondern wenn er sich das selber holt. Ich denke, ich werde ihm, weil ich ja ihm ja nicht zeigen kann, wie er Insekten jagen muss und so. Ich bin ja nur sein Papa, nicht seine Mama. Und dass ich ihm dann beibringe, dass er hier auf dem Balkon was zu essen holen kann. Oder? Dass er weiß, dass er hier was finden wird, wenn er noch nicht so Jagderfolg hat zu Beginn. Oh, war das beleidigend, Fred? Dass ich gesagt habe, du wärst kein guter Jäger, war das noch beleidigend. Vielleicht machst du das ja auch ganz toll. Das kann man ja noch nicht wissen. Oder? Das ist noch nicht raus. Aber sitzt da wie ein Großer. Der inzwischen dir sitzt, der hat auch das Gleichgewichtsgefühl. Ich mache das auch laufend mit ihm. Ich übe das so ein bisschen mit ihm, dass er sich immer gut festhält. Oder? Er muss ja später auf schwankenden Ästen und so zurechtkommen. Da ist es vielleicht gut, ich übe das ein wenig mit ihm. Uiuiui. Schwerer Seegang, hä, Fred? Schwerer Seegang. Halt dich gut fest. Und er fällt ja auch nie. Er fängt sofort an zu flattern. Und dann kommt er relativ langsam runter. Also er fällt nicht in dem Sinn. Die kleine Pummelkugel. Gell, gell, Fred? Schwerer Seegang, schwerer Seegang. Ui, ui, ui. Ja, wie gesagt, das war's für das erste Mal mit dem kleinen Fred. Weiteres Video, ich weiß nicht, Videos vielleicht wird es geben, wenn der Kleine wieder ein bisschen größer ist. Dann zeige ich euch mal, wie ich den Kleinen bade, weil ich bade den alle paar Tage. Weil das wollte ich noch schnell erzählen. Also Wildtiere, gerade die Vögel, haben gerne Milben. Und sonstiges Ungeziefer und so. Uiuiuiui, jetzt fangen wir an zu fliegen. Hä? Übst du das Fliegen schon? Und dann ja, muss man das wegmachen, oder? Also ich habe immer so Krabbelzeug, habe ich gesehen, was dann gerade auf den weißen Dingens da, sehe ich das sehr gut, oder? Ganz, ganz kleine Milben. Jetzt will er wieder was essen. Seht ihr, jetzt sperrt den Schnabel auf. Seht ihr? Wo kommt's her? Ja, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo ist das Futter? Hä? Der will aber näher, hä? Du bist aber schon Futter gehen, hä? Das muss man ja schon so sagen. Futter gehen bist du schon. Sie ist gerade dahinter, ist wieder ein Fondue. Da steht, so ist dein Fondue, aber das ist nichts für dich. Da schmeckt dir kleiner Alkohol drin. Für kleine Spatzen gibt es keinen Alkohol. Das kannst du abhaken. Nicht, dass du mir noch eine Saufnase, ein Saufstapel wirst. Gilly. Pieps, pieps.